Hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings, einem neuen Liebestarot, ein Liebesorakel. Heute mal was Besonderes, mache ich nicht oft. Warum weiß ich eigentlich selber nicht, keine Ahnung. Heute ist mal wieder das Thema 3 ist einer zu viel. Das heißt, er, du und sie. Wenn du in der Liebe ja so das Gefühl hast, na, ist da vielleicht noch eine im Spiel oder ist da die Ex-Freundin noch im Spiel oder ja, wird der sich vielleicht trennen endlich und zu mir kommen? Diese Dreierkonstellation, die schauen wir uns heute mal an. Was ist denn hier nur los? Na, und vor allem auch, wie geht es denn dann weiter? Ich schaue mal bei ihr rein, bei ihm rein, bei dir rein, ob das, was man da so rausfinden kann von den Energien. Wir schauen auch, wie geht es in der nächsten Zeit weiter. Also ich bin schon sehr gespannt und da wollen wir auch gleich reingehen ins Video. Ich mache mal ein Bild. Wäre nicht schlecht, na, wenn man mal was anderes sieht als meine Visage, dann bin ich mal weg. So, wir sehen schon Karten. Na, irgendwie habe ich jetzt hier wieder Reflexion. Ich muss mal hier mein ganzes Setup ändern. Okay, wir haben jetzt also hier erstmal die vermeintliche dritte Person, um die es bei euch beiden auch irgendwie geht. Na, das kann seine Frau sein, seine Freundin sein, das kann ein Störenfried sein. Na, das kann sein, dass du natürlich jetzt auch mit ihm eine Affäre hast und sagst, ja, möchte gerne, dass wir fest zusammen sind. Na, ist ja irgendwo auch verständlich, dass man das anstrebt. Aber wir gucken mal rein. Was sieht man denn da so? Und da fangen wir auch mal gleich an. Gucken mal bei ihr da oben in die Energie rein. Wenn es die ja noch Partnerin ist, ist natürlich auch immer die große Frage, weiß die überhaupt, was der da so treibt? Na, weiß die überhaupt, ja, was das für ein Halodri ist? Oder denkt die, ja, alles ist gut? So, bei die Energie von dieser Person, wenn wir jetzt hier mal anschauen, ist der erstmal der Page der Münzen, zum Beispiel Page der Münzen, ja, da glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie da auf jeden Fall sich Chancen ausmalt. Page der Münzen ist ein gutes Angebot, na, das ist der Selbstwert, das ist eine Chance, diese Partnerschaft vielleicht hier zu haben, zu leben. Ja, der König der Stäbe, das ist natürlich er in ihrer Energie. Ja, der steht auch für, ja, für Kontrolle, für Leidenschaft auch, für ja, jemand, der die Dinge im Griff hat. Also ich habe schon jetzt irgendwo das Gefühl bei dieser Frau, die sagt schon, okay, bei mir mit ihm alles gut, habe eigentlich ein gutes Gefühl, sagt mir wiederum, dass es gut sein kann, dass diese Frau irgendwie auch schon von nicht wirklich irgendwas weiß. Sie nimmt ihren Partner schon als einen souveränen Mann wahr, der vielleicht auch in der Partnerschaft alles ein bisschen in der Kontrolle hat. Also er fügt sich hier schon gut ein. Das heißt, wenn er dir jetzt schon mal irgendwo erzählt hat, ja, in meiner Partnerschaft, da läuft es ganz schlecht, das ist ja alles furchtbar, wir leben nur noch wie Bruder und Schwester, dann ist das zum Beispiel schon mit Vorsicht zu genießen. Ja? Weil irgendwie hat diese Frau das Gefühl von ihm, dass alles passt. Na, also wir schauen aber trotzdem mal weiter, was gibt es denn da noch an Klärungskarten? Wollen wir mal schauen. Also das wird spannend, weil es ist leider Gottes ganz, ganz oft so, dass der Partner daheim dann sagt, ja, es ist alles gut, passt schon. Und hier erzählt er dann, ja, ich treffe mich ja bald, ne? Ich trenne mich bald, ich komme ja bald zu dir, es ist alles gut. Ne? Von daher, ja, was haben wir da noch? Der Sarg, ja, das ist auch ein Zustand für den Stillstand eines Zustandes. Ne? Also dieser Zustand, dass er ihr hier erzählt, okay, alles gut, ja, die Chancen für eine schöne Partnerschaft sind gut, ne, wir haben alles im Griff, alles unter Kontrolle, ne, der Stern, Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung, der sagt, da ruht etwas, dieser Zustand sagt mir, okay, der ist schon gut damit beschäftigt, einen Zustand in Sachen Partnerschaft zu Hause hier auch irgendwie walten zu lassen. Also von hier, hallo, ich trenne mich bald, ist hier eigentlich jetzt nichts zu sehen. Na, das ist so ein bisschen komisch, wo ich dir sagen kann, da ist jetzt nicht unbedingt die Energie da, dass er hier bald die Segel streicht. Also jetzt wird es schon wieder spannend, sage ich dir. Wir schauen auch gleich mal, was sieht man denn bei ihm so in der Energie?
Was ist denn das für ein Halodri? Sagt er dir die Wahrheit? So, da haben wir schon mal eine interessante Karte bekommen, weil die zwei Münzen, das ist tatsächlich eine Karte für Unbeständigkeit, Unentschlossenheit und Unsicherheit, aber auch für flexibel sein. Also wir haben hier einen, der irgendwie hier erzählt, ja, alles gut, alles stabil, ja, vielleicht bei dir dann auch erzählt, okay, ich trenne mich bald, ne? Also ein Fähnchen im Wind, würde ich dir fast mal sagen, wo ich dir schon erzählen kann, der ist sich überhaupt nicht sicher, ob der jetzt zu dir kommt oder nicht, oder ob der sich jetzt trennt oder nicht. Ich glaube, ja, die Königin der Stäbe nehme ich jetzt aber auch nicht als dich wahr, die nehme ich als sie wahr, weil bei ihr ist oben der König der Stäbe gefallen, bei ihm jetzt die Königin der Stäbe. Somit nehme ich diese Energie auch als seine Partnerin, diese andere Frau momentan wahr, wo es bei der Frau auch um ja, eine verantwortungsbewusste, souveräne Frau geht. Also ich denke mal, die beiden haben hier schon irgendwie eine scheinbar stabile Partnerschaft. Vielleicht auch eine Partnerschaft, wo er gar nicht so einfach rauskommt. Ne, gibt ja auch Konstellationen, Partnerschaften, wo man jetzt sich nicht von heute auf morgen mal schnell trennen kann, sondern das ist irgendwie festgefahren. Ne? Da ist vielleicht Materielles im Spiel, Geld im Spiel, Besitztümer im Spiel, Kinder. Ne? Also diese beiden, also da ist ja er bei ihr gefallen und sie bei ihm jetzt hier. Aber auch gepaart mit den beiden Münzen. Da ist einer super unsicher. Was mache ich denn jetzt? Wenn einer unsicher ist, was macht er dann? Genau, er macht erstmal gar nichts. Ne? Also er ist da in der Komfortsituation drin. Er hat ja dich, er hat ja auch sie. Ne? Warum soll er denn jetzt da irgendwas tun? Solange ihm geglaubt wird, was er hier sagt und er bei dir sagt, ja, warum soll er dann was ändern? Tja. Hier geht es auch so ein bisschen um das Streben nach Klarheit. Ich glaube auch schon, dieses Versteckspiel, diese Charade da, was er so tut, ist schon auch anstrengend. Na, Bergschwierigkeiten, Hürden, Blockaden, die Wolken, ne, immer so ein bisschen alles hier und da verschleiern. Ich glaube, wir haben hier so einen richtigen Halodri liegen, der sagt, okay, ich habe jetzt mal schön überall die Maske auf, ja, und solange alle mein perfides Spiel mitmachen, warum soll ich denn da auch etwas ändern? Manchmal gebe ich in den persönlichen Readings schon auch mal den Tipp mit, wenn die Karten entsprechend fallen, und sage, pass auf, der Mann, der wird sich nicht bewegen, der wird nicht in ihre Richtung gehen, der wird nicht in deine Richtung gehen, weil momentan passt ja alles für ihn. Er hat dich, er hat da sein Nestchen, ja, er spielt hier sein Spiel, weiß sowieso nicht, in welche Richtung das er gehen muss, ja, sorgt hier für Verschleierung, ne? Dieses Versteckspiel, klar, ist irgendwo anstrengend, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich könnte es nicht, wenn ich eine Freundin habe, dann noch eine haben und das immer irgendwie trennen und heimlich Tuereien und sowas, könnte ich gar nicht. Das ist mir zu anstrengend und zu stressig. Ja, bei mir ist irgendwie Hü oder Hot, na, die oder keine oder und, aber nicht beide. Na, aber da ist einer, der fühlt sich da scheinbar ganz wohl. Na, nicht ganz einfach, das am Leben zu halten, ich sehe es schon. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, was wir denn da bei dir so sehen, in deinen Energien. Gucken wir mal. So, naja, mit der Kraft sehe ich schon eine Karte, dass du da irgendwie auch schon geduldig bist, dass du auch sagst, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt, dass es die Dinge ja, mit Sanftmut zähmen, vielleicht auch, ja, es ist deine eigene Kraft, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier mal die Beobachterin, ja, vielleicht kommt dir auch schon so ein bisschen was komisch vor, was er sagt, ne? Oder vielleicht zieht es sich ja auch schon ein bisschen länger hin. Ne? Also es geht hier um deine Kraft, um deine Stärke, um deine Geduld natürlich auch, die ist da gefallen. Sehe schon, die hast du, dass man hier sagt, ja, da müsste man doch mal irgendwie ein bisschen weiterkommen. Ne? Das Thema hier mit der Kraft, vielleicht auch die Dinge so mit ein bisschen Sanftmut anschauen, vielleicht ein bisschen von außen betrachten. Ne? Aber da darfst du schon nicht so herzlich sein und nicht so sanftmütig sein, weil wenn das so liegt, dann darfst du auf jeden Fall schon auch mal sagen, pass mal auf, und da kommt jetzt auch die passende Karte,
Ich habe keine Lust mehr, mich von dir mit Brotkrümeln abspeisen zu lassen. Das ist er, das bist du und was fällt da aus seiner Hand? Nichts weiter als ein paar Brotkrümel. Na, und da ist das Thema gut, wo man sagt, pass auf, ihm schon mal sagen, wenn du hier nicht klarkommst, ja, und das abgibst, dann ziehe ich mich zurück. Weil diese Dreierkonstellation, ja, warum sollte er sie auflösen? Ja, das musst schon du machen oder vielleicht auch sie, aber ich habe so das Gefühl, die kriegt da von der ganzen Geschichte momentan herzlich wenig mit. Na, es ist ja auch immer diese Legung hier für mich schwierig, weil diese Frau wird ja auch betrogen. Na, im Endeffekt wirst du auch betrogen, ne? Mit ihr und er betrügt sie mit dir. Also er ist hier eigentlich für dieses Schlamassel verantwortlich. Diese Frau hat es auch nicht verdient, dass man sie betrügt, dass man sie verletzt, na, dass man ihr das Herz herausreißt. Genauso wenig wie du das verdient hast, da ist er schon dafür verantwortlich. Er hat den ganzen Mist zu verantworten, der hier gerade los ist. Er speist dich hier mit Brotkrümeln ab. Du sagst, okay, ne, ich bin noch, hab noch Power, hab noch Kraft zu warten, zu gucken, wie sich's entwickelt. Aber du merkst, glaube ich, schon selber, dass da irgendwas faul ist. Na, das stinkt ja bis zum Himmel. So, dann schauen wir mal weiter, was wir da noch bekommen. Ja, Kommunikation zwischen dir und ihm vielleicht auch manchmal mau und mager. Ne? Brief, Mäuse, wenig Kombination, wenig Kommunikation. Ne? Die Mäuse stehen auch gerne immer mal so für ein bisschen Schwund. Passt jetzt hier auch zu den 6 Münzen, dass hier nicht so wirklich viel von ihm kommt. Ne? Der lässt laufen, sagen wir mal, dass da du vielleicht zufrieden bist, dass du dich nicht großartig beschwerst oder fehlt noch eine Karte. Ne? In Sachen Kommunikation, glaube ich, wenn ich mal bei dir reinspüren darf, hast du schon auch das Gefühl, na, also irgendwie könnte da von ihm so ein bisschen mehr kommen. Ne? Vielleicht hast du ja auch das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein Reizthema ist, wenn du das bei ihm ansprichst mit ihr, dass du schon vorher denkst, ne, das gibt wieder Diskussionen oder die Stimmung leidet dann darunter. Er will dann davon nichts hören, weil er da ja gar nichts ändern will. Ne? Und es geht hier auch um dich. Also diese Karte, das bist du selber. Darum geht's. Ich sehe schon deine Kraft, ich sehe schon deine Stärke, ich sehe schon, dass du tapfer bist hier mit dem Warten und der Konstellation, aber ich glaube, du weißt auch, dass du nur mit Brotkrümeln abgespeist wirst, wenig Kommunikation. Es geht irgendwie auch mal langsam um dich, dass du sagst, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, hier im Wartezimmer zu sitzen, weil ich sage dir es, wie es ist, der wird sich nicht ändern, wenn nichts passiert. So, na dann schauen wir mal, was wir jetzt noch in den Tendenzen sehen. Ja, da holen wir uns noch eine. Ne, das war jetzt ja viel zu viel. So. Okay, wir gucken. Jo, die 8 Münzen kann gut sein, eher, dass er jetzt hier auch natürlich weiterhin fleißig daran arbeitet, dass dieser Zustand so bleibt, wie er ist. Das heißt, du bist befriedigt mit Bekundungen, dass alles gut wird. Hier scheint er ja auch hervorragend dafür zu sorgen, dass alles passt. Ja, also für ihn auch jetzt hier mit den 2 Kelchen, ja, das ist ja die Liebeskarte. Ja, also da kann man auf jeden Fall mal sagen, wenn es um ihn geht, Liebeskarte, kann schon gut sein, dass er vielleicht auch mal irgendwann merkt, okay, ich muss jetzt mal irgendwie was tun, ich muss mich mal entscheiden, weil die Königin der Münzen, das in dem Fall nehme ich jetzt sofort irgendwo auch als deine Person war bei der Königin der Münzen. Da geht es auch um die Sicherheit, um die Bodenständigkeit, um die Vernunft. Na, weil wenn er merkt, okay, ich liebe dich ja auch irgendwie, na, ich sorge ja hier eigentlich nur dafür, dass mein Nest da ist, wo da bleibt, wo es ist, dass ich vielleicht auch einen Rückzugsort habe, dass ich ja vielleicht auch sagen kann, wenn es hier schief geht, kann ich immer noch wieder dahin zurück. Also ohne Netz und doppelten Boden bewegt er sich nicht momentan. Aber da kann ich dir natürlich auch wieder einen Ratschlag geben, wenn das so da liegt, ja,
dann darfst du auch mal die Initiative ergreifen. Dann darfst du auch mal sagen, okay, ich ziehe mich jetzt aus dieser Konstellation zurück, weil ich habe so das Gefühl, diese ganze Komfortsituation, in der er hier ist und sagt, wieso soll ich jetzt hier hingehen oder dahin gehen, wenn ich beides haben kann, wenn du dich zurückziehst, konsequent und ihm auch sagst, pass auf, ich mache in deinem Spielchen hier nicht mehr mit, da bin ich mir zu schade. Dann kann es schon sein, dass er hier mit den 8 Münzen sagt, okay, ich muss mal ein bisschen mehr daran arbeiten, dass hier mehr entsteht. Es darf natürlich auch hier so ein bisschen mehr Sicherheit entstehen, ne, dass er sagen kann, ich verlasse jetzt mein Nestchen, das ich mir da oben geschaffen habe. Ja, Liebe, das ist natürlich hier mit den 2 Kelchen absolut der Fall. Die Königin der Münzen, das ist so eine Karte. Ja, da geht es eigentlich auch um Vernunft. Na? Und ja, wenn man mal vernünftig ist, dann wird man irgendwann auch verstehen, ich kann jetzt nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Ich kann nicht die Wurst bei 2 Zipfeln packen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ein Mann muss im Leben immer Entscheidungen treffen. Und das müssen gute Entscheidungen sein. Und wenn er jetzt meint, okay, da habe ich ja hier mein Nestchen, da habe ich ja hier meinen Spaß, ach, das ist alles wunderbar, ich muss ja gar nichts ändern, wird er auch nicht. Der wird in seiner Komfortsituation bleiben. Warum soll er auch raus? Gibt keinen Grund, etwas für ihn zu ändern. Ihr geht's, na gut, noch gut. Wenn sie das herausfindet, geht's ihr auch schlecht. Dir geht's vielleicht auch schlecht, wenn die Kommunikation wenig ist oder wenn er nicht mit dir schreiben kann, weil er bei ihr ist oder. Er sorgt dafür, dass es dir schlecht geht. Er sorgt dafür, dass es ihr schlecht geht. Er sorgt einfach nur dafür, dass es ihm gut geht. Und das ist was, das darfst du ändern, indem du sagst, so, bin dann mal weg. Na, ich suche mir jetzt einen Partner, ja, der ja, mich auch auf Händen trägt und für mich da ist und mich nicht immer nur mit Brotkrümeln abspeist. Darfst du tun, dann wirst du nämlich was erleben, dann wirst du nämlich sehen, entweder kommt er dir nach, dann will er dich, ja, oder er ist sofort in seinem Nestchen wieder angekommen, weil dann. So hart es auch klingt, und das sage ich auch immer in meinen persönlichen Readings, weil da gibt es auch immer die schonungslose Wahrheit, wäre er nie zu dir gekommen. Niemals. Na, wenn du dich zurückziehst und er ist direkt weg in seinem Nest, weißt du, okay, der wäre nie zu mir gekommen. Also sich Klarheit und Erkenntnisse zu verschaffen, ganz wichtig hier in diesem Deck, ihn mal dazu bringen, dass er sich bewegt, na, der Kollege. Ja, von daher würde ich sagen, ihr lasst viel Liebe da, ein Kommentar, ein Like wäre schön. Ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Ciao!